Frank Siepmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2010 in Karlsruhe. Nun, in unserer Clip-Reihe stellen wir 20 Bildungsakteure vor, 20 Lösungsansätze und wollen schauen hinter den Kulissen, was dahinter steckt. Nun haben wir uns einen Stand ausgesucht, eines Anbieters, der über das drittgrößte Bildungsetat, über den drittgrößten Bildungsetat Deutschlands verfügt, und zwar die Bundeswehr. 1 Milliarde Euro stehen zur Verfügung für über 80.000 Mitarbeiter bzw. Angehörige der Bundeswehr. Und wir wollen hier mit den Machern im Auge des Taifuns der Bundeswehr einmal sprechen über die Bildungslösungen der Streitkräfte und der Nichtstreitkräfte. Zu meiner linken Seite habe ich zu Gast Frau Neusius. Schönen guten Tag, Frau Neusius. Guten Tag, hallo. Sie sind die Geschäftsführerin des Zentrums für technologiegestützte Bildung. Ganz genau, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Dann kennen Sie sich ja gut aus. War das richtig, was ich gesagt habe? 1 Milliarde Euro Budget steht der Bundeswehr zur Verfügung? Das ist richtig. Etwa 1 Milliarde Euro gibt die Bundeswehr jährlich aus für die Ausbildung der Streitkräftebasis. Das ist also alles, was übergreifend ist, was nicht spezifisch ist für Heer, Marine oder Luftwaffe, also was man nicht braucht, um Panzer zu fahren, Flugzeug zu fliegen oder ein Schiff zu steuern. Und das ist eine ganze Menge. Gut, bevor wir zu den Panzern kommen, würde ich gerne noch meine weitere Gesprächspartnerin einbeziehen. Frau Hoff, schönen guten Tag, Frau Hoff. Guten Tag. Frau Hoff, Sie sind die Kongressleiterin des Bundeswehrkongresses. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Ja, des Fernausbildungskongresses, des Zentrums für technologiegestützte Bildung an der Helmut-Schmidt-Universität. Bis jetzt hatte das ja Frau Brauchele gemacht. Der Bundeswehrkongress hat ja bereits 6-mal stattgefunden. Der wird jetzt 2010 in die 7. Runde. Den 7. Genau. Mal stattfinden. Und ich habe lange gebibbert, ob wir eine so charmante Kongressleitung wiederbekommen. Aber jetzt bin ich sehr beruhigt. Ihr Urteil? Nein, ich bin hier für die Fragen zuständig. Nein, Spaß beiseite. Der Bundeswehrkongress, wenn man so eine Position übernimmt, da ist natürlich sehr viel Erwartungen im Umfeld. Das ist ein sehr repräsentativer Kongress. Im E-Learning-Bereich gehört er nicht nur zu den Top 10, wahrscheinlich zu den Top 5 Veranstaltungen im Eventkalender des Jahres. Sicher bringen Sie auch neue Ideen mit. Dürfen wir die Ersten sein, die das erfahren? Also wir versuchen ja immer so eine breite Zielgruppe anzusprechen, und was für mich die große Herausforderung oder auch das Spannende an der Aufgabe ist, so mit Blick von außen als Neuling, die Verzahnung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Dienst und Bundeswehr hinzubekommen, da wirklich dann zielgruppengerecht neue Ideen einzubringen und das Ganze miteinander zu verzahnen. Das ist eigentlich so die große Herausforderung, und da bin ich sehr gespannt, was wir in diesem Jahr hinbekommen. Frau Neusius, wenn wir halt über das Zentrum für technologiegestützte Bildung sprechen und nicht über das Zentrum für E-Learning, dann hat das natürlich auch seine traditionellen Wurzeln. Hängt sicher auch an den Akteuren, die auch sehr kreativ mit den Begrifflichkeiten umgehen. Aber wir sprechen über ein Institut, was an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg angesiedelt ist. Das Institut ist ja erst vor einem Jahr, glaube ich, gegründet worden. Was sind die Gründungsabsichten? Was sind die Aufgabenstellungen? Ja, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen mit der Historie. Wir sind entstanden mal aus der Projektgruppe Fernausbildung, die in der Branche auch relativ bekannt ist. Das hat begonnen sehr klein mit 1-2 Mitarbeitern zunächst, wo es darum ging, für die Bundeswehr Konzepte für Aus-, Fort- und Weiterbildung mit neuen Medien zu erarbeiten, um eben nicht diesem E-Learning-Hype nachzufolgen, der zu dieser Zeit Anfang der 2000er im Prinzip schon wieder vorbei war, wo die große Ernüchterung eingetreten ist, und mit wirklich innovativen Bildungskonzepten, die didaktisch anspruchsvoll sind, erfolgreiche Arbeit zu leisten und tatsächlich auch Qualität der Ausbildung zu optimieren. Und das hat angefangen als kleine Projektgruppe, ist dann über die Jahre immer weiter gewachsen, bis man letztes Jahr im April, Anfang April, die Entscheidung getroffen hat, das zu institutionalisieren und als zentrale Einrichtung der Helmut-Schmidt-Universität fest zu verankern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber an der bisherigen Projektstruktur eigentlich nicht anzugreifen, sondern weiterhin die Finanzierung der Arbeit, die dort geleistet wird, auf der Basis von Projektaufträgen abzuwickeln. Das heißt, wir haben keine Haushaltsstellen, keine Planstellenstruktur, sondern alles, was wir machen, müssen wir mit der Arbeit, die wir leisten, auch jeden Tag verdienen.
Frau Hoff, ich würde jetzt gerne noch mal auf den Fernausbildungskongress zu sprechen kommen. Findet zum 7. Mal statt, haben wir gerade schon erwähnt. Aber das hört sich so harmlos an. In Wirklichkeit ist ja eine sehr bewegte Geschichte dahinter. E-Learning ist ja immer noch, ich will nicht sagen in der Pionierphase. Wir haben ja sehr, sehr viel State-of-the-Art und Best-Practice-Beispiele. Fast alle DAX-Unternehmen oder alle 100, aus der Top 100 wenden das ja auch an. Aber der Fernausbildungskongress ist einmal gestartet mit Ende offen. Nicht E-Learning Marsch für die Bundeswehr, sondern eigentlich viel stärker ein öffnender Kongress aus der Helmut-Schmidt-Universität heraus und eine E-Learning-Community, die ja halt auch hier auf der LearnTech vertreten ist, hat sich auch als Aussteller daran beteiligt. Über 1000 Kongressteilnehmer sind jährlich halt generiert worden. Und dieser Kongress scheint mir so in den letzten Jahren doch etwas unaufgeregt seine Findungsphase abgeschlossen zu haben. Können wir jetzt davon ausgehen, dass das Konzept, was jetzt so erarbeitet ist, dass das ist, was Sie übernehmen werden und weiterführen werden? Oder werden wir noch Überraschungen erleben, dass vielleicht Öffnungen in irgendwelchen neuen Richtungen stattfinden? Also Überraschungen sind ja zum einen immer gut und ich glaube, dass jeder Kongress oder auch jeder Unternehmer, der dahinter steht, in Anführungsstrichen, immer bemüht ist, schon auf Bewährtes zu setzen, aber immer noch neue Impulse zu setzen. Und wir wissen, wie schnelllebig die Zeit ist. Und wenn man sich den Bildungsbegriff anguckt, deswegen auch unser Motto Bildung 3.0, wird in diesem Jahr das Motto sein, verspricht also vieles, was vielleicht auch Neuerungen verspricht oder aktuelle Praxisbeispiele, neueste Trends. Insofern darf man da ein bisschen schon gespannt sein, was wir dann an Neuerungen da bieten werden. Aber im Grunde kann man sagen, so durch die Fortführung im 7. Jahr setzen wir auf Altbewährtes, aber versuchen natürlich auch neue Akzente zu setzen und gerade neue Zielgruppen, um diese Verzahnung so mit dem Ziel einfach noch ein bisschen fokussierter hinzubekommen. Das Kongressgeschehen geht Hand in Hand mit einem Messegeschehen auf den Fernausbildungskongress. Recht stabile Zahlen ist es ja räumlich auch begrenzt. Von 50, 60 Ausstellern sind regelmäßig dort. Und jetzt trifft man auch immer häufiger die gleichen Gesichter, die da auch angekommen sind und wissen, warum sie da hingehen. Wir haben hier auf der LearnTech so ein Stück weit eine Entwicklung, dass die Messe etwas sich zurechtschrumpft. Haben Sie Befürchtungen, dass auch bei Ihnen ein Rückgang der Besucher- und Ausstellerzahlen zu befürchten sein könnte? Also momentan sind wir sehr zuversichtlich. Der aktuelle Stand entspricht eigentlich so dem Vorjahresstand bei der Planung. Insofern hat sich das noch nicht reduziert, also davon spüren wir noch nichts. Können natürlich jetzt erstmal nur eine Prognose abgeben, aber sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir eher wachsen als dem Trend, den wir hier vielleicht vorfinden, uns da anzupassen. Eigentlich nicht. Ein Alleinstellungsmerkmal Ihrer Kongressreihe ist immer das Vorbereitungstreffen, das Hand in Hand mit den Akteuren und den Experten das Programm die letzten Meter entwickelt wird. Sagen Sie auch, nö, das macht nur Arbeit, das brauchen wir nicht mehr oder soll das fortgeführt werden? Nein, das soll fortgeführt werden. Wir sind gerade in der Planung drin, wird auch stattfinden und dann versuchen wir da auch dann schon genau die Trends oder vielleicht Neuerungen dann auch zu erarbeiten. Wird es auch in diesem Jahr geben. Wird das im Frühjahr sein? Das wird Ende des Frühjahrs, also es wird April, Mai, also eher Ende April, Anfang Mai. Das kann ich schon verraten. E-Learning Journal wird dranbleiben. Vielen Dank bis hierhin, Frau Hoff. Meine letzte Frage geht an Frau Neusius. Wir stehen ja hier auf der LearnTech. Sie sind hier mit Ihrem Institut und im Vordergrund steht natürlich auch der Fernausbildungskongress. Welche ersten Eindrücke haben Sie hier auf der Veranstaltung gewinnen können? Wir haben ja jetzt den zweiten Veranstaltungstag. Ja, also wir sind ja hier altbekannte Gäste und auch seit Jahren hier mit einem Stand vertreten. Wir kommen immer wieder gerne hierher, weil es für uns eine wichtige Kontaktbörse ist, die LearnTech wahrzunehmen. Wir treffen hier viele Leute aus der Branche, mit denen wir auch in Projekten zusammenarbeiten, die natürlich auch am Fernausbildungskongress Interesse zeigen. Und wir führen viele Gespräche, bereiten uns natürlich sehr intensiv im Vorfeld darauf vor und machen Termine und sind, was hier unser Tätigkeitsspektrum angeht, sehr zufrieden mit dem Verlauf und merken auch, dass sich das bei uns routinisiert und professionalisiert und wir sehr unaufgeregt hier an den Start gehen und uns sehr gut konzentrieren können auf die Gespräche, die wir hier führen. Ja, vielen Dank, Frau Neusius, vielen Dank, Frau Hoff. Ja, das ist auch unser Eindruck hier am zweiten Veranstaltungstag, dass hier gar keine langen Gesichter zu sehen sind gegen manchen Unkenrufen, sondern dass hier reges Treiben herrscht und hier sehr konstruktives Netzwerken. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2010 in Karlsruhe.